Bei hochsommerlichen Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius war am vergangenen Wochenende nicht nur in der City viel los, sondern auch hier. Im ehrwürdigen Sportforum Hohenschönhausen duellierten sich die Judokas aus ganz Berlin. Dabei kämpften 160 junge Athleten um insgesamt 18 Titel und die damit gleichzusetzende Qualifikation für die in drei Wochen stattfindenden nordostdeutschen Meisterschaften. Wir haben heute die U15, ja, im männlichen und weiblichen Bereich. Und das ist die letzte Altersklasse vor der U18. Und da ist schon spannend, wie insgesamt wir weiterarbeiten und wie wir die Kadersituation weiterentwickeln können. Dann, ja. Erfolgreichster Verein des Wettkampftages war mit insgesamt 4 Titeln der Judoverein SC Chares 02. Besonders die jungen Damen zeigten dabei beeindruckende Vorstellungen und holten sich mit Sarah Grulke, Celina Helm und Cheyenne Schneider in ihren Gewichtsklassen dreimal den ersten Platz. Für Cheyenne Schneider war es übrigens der 5. Berliner Meistertitel ihrer noch jungen Karriere und trotzdem war von Überheblichkeit nicht zu spüren. Vielmehr zeigte die junge Sportlerin äußerst konzentrierte Leistungen und gewann am Ende verdient in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit mir, dass ich das auch geschafft habe, erneut jetzt zum 5. Mal. Und auch wenn es nur 3 Kämpfe war, bin ich doch zufrieden, dass ich wenigstens die Kämpfe machen konnte. Bei den Jungs richteten sich viele Blicke auf diesen kleinen Judoka. Doch warum gerade er? Ganz einfach, der junge Athlet gewann vor nicht allzu langer Zeit beim nationalen Sichtungsturnier in Erfurt. Gut, das haben auch schon andere geschafft. Doch das Besondere bei ihm, er gewann gleich mal in der Altersklasse U16, also in einer über seinem eigentlichen Alter. Das war schon ein Ding und deshalb natürlich auch hier die Aufmerksamkeit groß. Und David ließ keinen Zweifel an seiner aktuellen Stärke. Auch hier kam der Judoka vom Polizeisportverein bis ins Finale. Doch da musste er sich gegen seinen Teamkameraden Michael Löb aufgrund von zu starker Passivität geschlagen. Es war so, dass ich nicht genug aktiv gekämpft habe. Der Gegner war schon klein und der war schon schwer zu kriegen. Ich hatte noch ein paar auch mehr Würfe geschafft. Ich dachte auch, ich würde schon es hinkriegen, aber der Gegner war stärker, als ich erwartet habe. Aber nächstes Mal wird schon alles wieder klappen. Ob es dann wirklich beim nächsten Mal besser läuft, wird sich zeigen. Lange warten müssen die Judo-Fans aber auf keinen Fall, denn vom 26. August bis 28. August finden die nordostdeutschen Meisterschaften in Greifswald statt, dann hoffentlich mit ganz vielen Berliner Gewinnern.